Was man jetzt typischerweise macht, ist, dass man diese Datei hier mehr oder minder in Ruhe lässt. Hier habe ich das auf sehr hohem Niveau beschrieben, was das Programm machen soll. Top-down eben, top angefangen. Und jetzt arbeite ich mich runter auf das Niveau der Bits und Bytes, was der Rechner nun wirklich da veranstalten soll. Was man jetzt typischerweise macht, ist, dass man eine zweite C-Datei aufmacht und da sagt, wie diese Funktionen denn jetzt tatsächlich von innen aussehen. Okay, den müssen wir anscheinend hier so machen. Also hier eine neue Datei, da oben das Zeichen, eine Untitled One, die ich speichere, Save S, unter irgendeinem sinnvollen Namen, Vorlesung 3, in das Verzeichnis von eben, natürlich nicht unter Untitled One, sondern, wie nenne ich die denn mal? Temperature nenne ich die mal. So, also eine zweite C-Datei, in der die ganzen ekligen Details stehen, zu meinem Programm. Und darin sage ich jetzt, wie diese Funktionen tatsächlich gemacht sind. Die muss ich hier auch noch zu meinem Projekt dazu nehmen. Add Files, achso, haben wir schon, Add Temperatures C. Sehen, da kommt die mit dazu, zum Projekt. Dass nachher der Compiler weiß, er muss diese Datei, die wir eben hatten, kompilieren, durchgehen und übersetzen. Und er muss diese Datei, die ich jetzt gerade bastle, durchgehen und übersetzen. Und nun würde ich darin eben anfangen, diese Sachen mit Leben zu füllen. Zum Beispiel hier das Initialize, die Funktion Initialize. Da will ich jetzt sagen, wie die funktioniert. Sie sehen an der Main-Funktion hier, wie das in C aussieht. Der Name der Funktion in Klammern, was sie erwartet an Informationen, davor, was sie zurückliefert, was für ein Typ sie zurückliefert, genauer gesagt, hier eine ganze Zahl, und dann in Schweifklammern dahinter, wie die Funktion von innen aussieht. Das mache ich jetzt hier auch. Hier muss ich in Klammern sagen, was die Funktion an Informationen erwartet. Vor dem Namen muss ich sagen, was sie zurückliefert an Typ, und in den Schweifklammern muss ich sagen, wie sie innen drin funktioniert. Was erwartet sie an Informationen? Wenn Sie sich das hier angucken, Initialize, was erwartet Initialize an Informationen? Initialize soll nichts an weiteren Informationen nehmen. Es soll einfach funktionieren. Dann ist dasselbe wie hier bei Main Void. Hier schreiben Sie einfach Void rein. In moderner Sprache können Sie es auch weglassen, aber hier in C schreiben Sie sinnvollerweise Void rein, um zu sagen, das Ding nimmt nichts, Void, leer. Die Leere, Void, die Leere. Das bleibt leer. Und dasselbe für das, was ich zurück geben könnte, sehen hier bei Main die Hauptfunktion, die liefert die Fehlernummer zurück, das ist eine ganze Zahl. Initialize soll einfach den Job machen und dann ist gut. Ich merke mir auch nicht, was da rauskommt. Da steht nicht jetzt int bla ist gleich irgendwas. Initialize soll nichts zurückliefern. Dann steht hier vorne auch nochmal void. Das steht in den neueren Sprachen dann auch. Also Initialize ist eine Funktion, der ich keine weiteren Informationen gebe und von der ich auch nichts zurück erwarte. Und dann steht da drin, was ihr nur tun muss, das fülle ich gleich mal auf die Schnelle ein. Ist nicht so richtig spannend, oder mache ich das? Nee, das machen wir nachher mal alles auf einen Haufen. Das wäre Initialize. Jetzt können wir uns die anderen weiter angucken. Hier gibt es GetTemperature. GetTemperature soll eine ganze Zahl zurückliefern. Das ist doch schon mal eine andere Geschichte. Also GetTemperature, hier muss drin stehen, was er nimmt. Davor muss stehen, was er zurückliefert. In C, in MATLAB sieht es ganz anders aus. In den C und seinen Nachfolgesprachen sieht das ziemlich so aus. In JavaScript deutlich anders, aber das Thema. Und hier zwischen soll was passieren. Was schreiben Sie hier hin? Vor GetTemperature und hinter GetTemperature. Weil es nur einen einzigen Temperatursensor gibt, den ich hier verwenden will, muss der gar nichts weiter wissen. Hole die Temperatur von dem einen Sensor. Das geht ohne Zusatzinformationen. Das heißt, hier schreibe ich Void rein
keine weiteren Informationen übergeben an die Funktion, aber zurück kommt eine ganze Zahl. Wir sehen die hier Vorgänge. Ich möchte das nachher nämlich einfach mal kompilieren können, um festzustellen, ob alles nun beisammen ist. Da fehlt dann zwar noch die Hälfte, die ganzen gory Details, die ekligen Kleinigkeiten hier, die fehlen dann alle noch, aber ich möchte das gleich auf jeden Fall einmal übersetzen können, dass der Rechner glaubt, ich wäre fertig. Wenn Sie sich diese Funktion hier angucken, dann wird der Rechner sagen, ja, wir sind aber eigentlich noch nicht fertig. Das wird er so nicht haben wollen, als Platzhalter für die richtige Funktion. Was fehlt hier noch? Wenn Sie sagen, diese Funktion liefert eine ganze Zahl zurück, dann will der Compiler auch, dass Sie eine ganze Zahl zurückliefern. Damit ich testen kann, ob das Ganze zusammenpasst, muss ich tatsächlich irgendwie jetzt eine ganze Zahl erfinden, die er zurückliefert. Sonst erfindet er eine. C ist an der Stelle wirklich wesentlich zu großzügig. Ich mache das hier alles ein bisschen strikter, dass Sie schon vorbereitet sind für die neueren Sprachen. C wird sogar durchgehen lassen und ihm irgendeine Zahl erfinden, was natürlich ein bisschen blödsinnig ist. So sollte es aussehen, wenn ich hier so ein Dummy schreibe, Return 42, um zu sagen, er gibt wirklich was zurück. Jetzt ist das grammatisch richtig. Jetzt sieht es nicht aus wie beißt man Hund oder man Hund beißt, sondern jetzt sieht es für den Rechner grammatisch richtig aus. Name, er kriegt nichts, liefert eine ganze Zahl zurück. Und ja, wir sind alle glücklich, er liefert eine ganze Zahl zurück. Diese Funktion hier tut noch überhaupt nicht das, was sie tun soll, aber sieht aus Sicht des Rechners richtig aus. So, und das gucken wir uns jetzt noch für die allerletzte hier an. Na, wo waren wir hier? Main C, da. Switch LED, Sie sehen, der will einen booleschen Wert haben und liefert nichts zurück. Das sieht dann genau umgekehrt aus. Hier muss dann also stehen, ich liefere nichts zurück. Der Name der Funktion, er will einen booleschen Wert haben. Das könnte man tatsächlich sogar so schreiben, aber vielleicht schreibe ich es sofort anders. Einen booleschen Wert haben. Sie sehen, hier brauche ich keinen Return. Da gibt er nichts zurück. Das könnte man so schreiben, aber ich schreibe hier sofort bool, was schreibe ich hier mal, LED. Unter diesem Namen kann ich dann in den Schweifklammern auf den Wert zugreifen, der dann hier verwendet wird. Wenn Sie hier keinen Namen geben, können Sie nicht darauf zugreifen. Also was gleich übergeben wird, wenn das Programm tatsächlich läuft, diese Werte hier, true oder false, die dann übergeben werden, die kann ich dann tatsächlich gleich in einer Variable namens LED hier unten drin abholen. So sieht das dann aus. Bei dem Void brauchen Sie natürlich keinen Variablennamen dazu zu schreiben. Es gibt ja nichts, was übergeben wird, also muss es auch nirgendwo gespeichert werden. Wir könnten auch mehrere Variablen haben, die würden dann alle hintereinander stehen. Und dann können Sie diese Funktion so aufrufen mit Switch True 42, mehrere Sachen übergeben. Wie in der Mathematik eine Funktion mehrerer Variablen. Kam ja im zweiten Semester vor. So sieht das dann aus. Aber hier wollte ich wirklich nur die übergeben, welche der beiden LEDs das ist, die erste und die zweite mit dem Pool hier. Das würde jetzt noch nicht ganz mögen, wenn Sie sich diese C-Datei angucken mit den drei Funktionen, wo dann später ein bisschen mehr dazu jeweils drin steht. Wenn ich das jetzt versuche zu kompilieren, wird er das nicht mögen. Ich weiß nicht, ob Sie das auf Anhieb schon sehen. Was wird er daran nicht mögen? Hier, das Bool kennt er noch nicht. Das können wir gerade mal ausprobieren, wenn ich sage Project Compile. Sehen Sie, jetzt haben wir ein schönes Sternchen davor. Bool kennt er nicht, aber das ist ja keine Aktion. Dafür haben wir ja diesen genialen Kunstgriff hier. In dieser Datei standard-bool.h ist erklärt, wie True und False gehen. Dieselbe Zahl hier setze ich hier rein und dann wird also, wenn er diese Datei liest, wird er auch an den Anfang von dieser Datei die Erklärungen setzen, wie True und False funktionieren. Wenn wir das jetzt kompilieren, haben wir keinen Fehler mehr, so schon eine Nummer besser. Aber, ich gehe nochmal hier zu dem zurück, ich muss das mal gerade ein bisschen verändern, dass er den nochmal übersetzt, wenn ich jetzt nochmal sage,
Sie sehen vier Warnungen. Immer noch vier Warnungen. Das ist jetzt ja saublöd. Ich habe doch gerade Funktionen, zwar nur Dummies, aber Funktionen gebaut, die grammatisch richtig aussehen. Eine Funktion initialize, eine Funktion getTemperature, eine Funktion switchLED. Diese Funktionen sehen doch richtig aus. Aber wenn Sie hier gucken, das ist ein dummes Teil, erkennt sie nicht. C und C++ sind wirklich dumme Teile. Er sieht diese Funktionen nicht, weil die in der anderen Datei stehen. Das ist schon alles sehr unschön und sehr historisch, muss man sich dran gewöhnen. Sie müssen dafür sorgen, dass auch in dieser Datei hier, in meiner Originaldatei, diese drei Funktionen, Initialize, GetTemperature und SwitchLED, bekannt sind. Und das geht dann wieder mit einer Header-Datei in C und C++. In Java und C-Sharp braucht man das nicht, die suchen es sich selbst. In C und C++ braucht man dann eine Header-Datei, damit diese C-Datei die drei Funktionen kennt, die in der C-Datei definiert sind. Haarsträubend. Also wir bauen jetzt noch eine Header-Datei. Eine neue Datei. Die nennt man dann sinnvollerweise temperature.h. Also speichere ich die als temperature.h. Die Header-Datei zu meiner C-Datei namens temperature.c. Das war die C-Datei. Und jetzt sage ich .h, um zu sagen, das ist die Header-Datei dazu. Und in der Header-Datei steht das, was die anderen wissen müssen über meine Funktionen hier. Wir können hier schon mal in Main C, wir sehen, was hier passiert gleich, in Main C können wir schon mal dafür sorgen, dass die bekannt ist. Include. Und jetzt im Anführungszeichen, es gibt sehr viele historische, schräge historische Geschichten in C und C++. Temperature.h, so sieht das dann aus. Diese Datei, in der nachher erklärt ist, wie diese drei Funktionen hier zu bedienen sind, die nenne ich dann Temperature.h und binde die mit Anführungszeichen ein. Das System, diese Entwicklungsumgebung, weiß dann, wo es die suchen muss, nämlich dass die in dem Verzeichnis steht, wo auch meine anderen Dateien von dem Projekt stehen. Wenn Sie Anführungszeichen schreiben, weiß er, da sucht er im Projektverzeichnis. Wenn Sie spitze Klammern schreiben, sucht er an einer anderen Stelle, wo zentral für das ganze Entwicklungssystem alle möglichen systemweiten Dateien stehen. Das kostet am Anfang auch etwas Überwindung hier, diese Anführungszeichen im Verhältnis zu den spitzen Klammern. Da werden wir ziemlich viel Zeit im ersten Praktikum mit verbringen, das alles gerade zu biegen. Sehr viel historische Kisten in C und C++, an die man sich ein bisschen gewöhnen muss. So, diese Temperature-H, diese Header-Datei, in der möchte ich erklären, für mein Programmchen hier erklären, was die drei Sachen machen, die drei Funktionen machen. Das kann man relativ einfach. Ich kopiere das mal ganz dreist. Die anderen Teile des Programms müssen nicht wissen, wie diese drei Funktionen von innen aussehen. Das wäre die Definition. Das sollte ich vielleicht auch nochmal sagen. Das hier wäre die Definition einer Funktion. Da sage ich, wie sie von innen funktioniert. Was ich hier jetzt brauche in der Header-Datei ist, was in C und C++ Deklaration heißt. Deklaration. Ich erkläre. To declare. Declaration of Independence. Erklären. Die Unabhängigkeitserklärung. Ich erkläre die Funktion. Also erkläre nicht in dem Sinne, wie man einen Schaltplan erklärt, sondern erkläre in dem Sinne, wie man seine Unabhängigkeit erklärt oder den Bankrott erklärt. So sieht das dann aus. Noch so eine historische Geschichte in C. Die Definition, Typ, Name, Typ. In Schweifklammern steht, was die Funktion machen soll. Das ist die Definition. Und hier habe ich die Deklaration einer Funktion. Typ, Name, Typ, Semikolon. An der Stelle steht tatsächlich ein Semikolon. Also entweder haben Sie dahinter ein Semikolon oder Schweifklammern. Das ist auf Anhieb alles gewöhnungsbedürftig. Im Praktikum gucke ich Ihnen dann nochmal ganz schwer über die Schultern. Das muss man
mal eine halbe Stunde lang mit Anleitung gemacht haben, dann kann man sich dran gewöhnen. Hätte anders werden können, ist aber leider nicht anders geworden. Wie gesagt, die modernen Sprachen haben das gar nicht. In den modernen Sprachen muss ich das gar nicht sagen. Die modernen Sprachen suchen sich das von selbst zusammen. Was natürlich ein bisschen Aufwand ist von allen Seiten, um das zu automatisieren. Ist aber leichter zu programmieren. So, das wäre die Deklaration. Jetzt sehen Sie hier, oh, schon wieder der Ärger. Bool kennen wir nicht. Ich mache Folgendes. Ich nehme hier auch noch da sinnvollerweise Standard Bool rein in diese Header-Datei. So. Und als Marker für mich, das muss ich gleich noch erzählen, das darf ich nicht vergessen, hier kommt noch was rein, das sich Include Guards nennt. Es ist nicht nur, dass diese Header-Dateien heute überflüssig sind, die muss man obendrein noch in C und C++ mit einem fürchterlichen Hack umzingeln, ja, laut Standard. Es gibt andere Möglichkeiten, aber laut Standard ist das dann die einzige. Sehen wir gleich. Also diese Header-Datei dient dazu, dass die anderen Teile des Programms wissen, was ich denn hier gebaut habe. Jetzt müsste der hier ohne Warnungen durchgehen. Project Compile. Achso, die Datei kann er gerade nicht, weil wir die schon. Die war gerade schon frisch übersetzt. Gucken wir es nochmal. Project Compile da. Okay, und Sie sehen, die Warnschilder sind weg. Zero Errors, Zero Warnings. Das mache ich extra in dieser Reihenfolge. Das ist auch so die übliche Art zu programmieren. Man fängt ganz abstrakt an, schreibt auf fürchterlich hohem Niveau hin, was man eigentlich an Funktionen gerne hätte. So Wunschdenken, so spielen Sie Weihnachten. Ich hätte gerne eine Funktion zum Initialisieren, ich hätte gerne eine Funktion, um Temperatur abzuholen, ich hätte gerne eine Funktion, um die LEDs umzuschalten. Spielen Sie Weihnachten und dann schenken Sie sich selbst, indem Sie die Funktion tatsächlich schreiben. Das ist dann leider die Strafe an der Stelle, kommt dann doch Knecht Ruprecht, Sie dürfen die Funktion selber schreiben. Aber das ist die übliche Vorgehensweise. Und man lagert diese Funktionen dann gern in weitere Dateien aus, um das übersichtlich zu halten. Und das führt dazu, Fluch der bösen Tat, dass Sie so eine Header-Datei brauchen, damit Ihre Hauptdatei weiß, was Sie denn gemacht haben in den anderen Dateien. Sie sehen, dass die Header-Datei hier automatisch gefunden wird. Der Compiler, also das Programm hinter dem Entwicklungssystem, das Programm, das gestartet wird, wenn ich hier sage Compile, der Compiler geht die Dateien durch, die sich hier im Projekt angegeben haben. Dazu ist das überhaupt da. Die C-Datei muss ich hier einmal im Projekt dazu binden, hier mit add. Der Compiler geht die C-Dateien durch und während er die C-Dateien durchgeht, findet er, ich muss die Header-Datei einbinden. Also in dieser Liste hier, das wäre falsch, wenn Sie in dieser Liste hier die Header-Dateien haben, der Compiler sucht sich die Header-Dateien selbst, die findet er einfach und schreibt sie dann hier, dieses Entwicklungssystem macht das eben so, dass es zeigt, was denn alles eingebunden ist, dass man schnell mit Klick jetzt einfach dahin gehen kann. Aber was der Compiler eigentlich sieht, ist das hier auf der obersten Ebene. Main kompilieren, Temperature C kompilieren und dann findet er automatisch die, jetzt haben wir da auch reingeguckt, Sie sehen, was in Standard Bool steht, Define True 1, Define False 0, Überraschung. Und auf diese Weise kennt er dann True und False. Weil ich da gerade draufgeklickt habe, war das hier? Ja, da draufgeklickt, dann können Sie tatsächlich in die Header-Dateien reingucken. So, hier sehen Sie, was ich eben auskommentiert habe. Das sind die ganzen Sachen, die der Compiler wissen muss, um mit diesem einen Chip zu reden. Wo sitzen dessen Register, wie heißen die Register, was gibt es an besonderen Konstanten und so weiter. Das interessiert mich hier an dieser Stelle in meinem Main-Programm überhaupt nicht, in der Main-Datei überhaupt nicht. Hier bin ich schon ganz weit weg, auf so hohem Niveau, dass ich gar nichts von dem Chip sehe. Hier bei den Temperaturen brauche ich das gleich. Hier brauche ich auf jeden Fall die Details über den Chip. Jetzt können wir auch mal allmählich anfangen, die Details hier zusammen zu suchen.
Eines dieser Details ist das hier, dieser Watchdog-Timer. Er möge den Watchdog-Timer ausschalten. Das klaue ich mir hier mal raus. Damit das Ganze sauber wird, will ich hier in diesem Hauptprogramm keine Kleinigkeiten über den Chip drin haben. Hier in diesem Hauptprogramm steht eine ganz abstrakte Sicht auf mein Programm. Die Kleinigkeit über den Chip lagere ich aus in den Initialize, dass wir hier in den Initialize den Watchdog-Timer ausstellt. So, das ist der magische Befehl, um den Watchdog-Timer auszustellen. Später in der Vorlesung gibt es ja noch ein bisschen was zu Bitmustern. Ich erzähle es mal erstmal ganz grob. Hier dieses hier, Watchdog Timer Control, das ist der Name eines Registers. Wir hatten hier sowas wie S und T, selbstgebaute Speicherstellen mit Namen S und T. Hier dieses WDT-CTL, Watchdog Timer Control, ist der Name einer Speicherstelle, ganz feste Speicherstelle auf dem Chip. Und was er hier macht, er holt sich hier ein bestimmtes Bitmuster, das ist hier vordefiniert, er holt sich hier noch ein bestimmtes Bitmuster, addiert die beiden zusammen, hier wird auch ein Oder gehen, bitweises Oder wäre eigentlich auch schöner, aber Text Instrument schreibt immer Plus. Er nimmt diese beiden Bitmuster und schreibt das Plus, eigentlich das logische Oder dieser beiden Bitmuster in diese Speicherstelle rein. Und das ist genau, was der Chip braucht, um diesen Timer auszuschalten. Dafür muss man die Handbücher wälzen, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Diese Sachen liefere ich Ihnen dann als fürs Praktikum, als Funktionsbibliotheken, die Sie dann direkt benutzen können, um irgendwas in einem Display auszugeben oder vielleicht im letzten Praktikum was von so einem DCF-77-Zeitempfänger zu lesen. Das ist alles ein bisschen heikel. Diese Geschichten, wie man jetzt damit den einzelnen Bits rumprokelt, in den einzelnen Bits rumprokelt, das kommt dann später mal in dieser Microcontroller-Veranstaltung. Das will ich jetzt nicht so fürchterlich tief machen. Ich liefere Ihnen den Code, den Sie dann brauchen, in Form solcher Funktionen. Und Ihr Job wird dann sein, diese Funktionen anzuwenden, wie diese hier. Gerade gucken, wo ich das so sage. Rumprokeln im Speicher. Was machen wir noch beim Initialisieren? Das hier muss ich jetzt auch abtippen, weil ich es nicht auswendig wüsste. Das habe ich irgendwann mal im Datenbuch nachgeguckt und kann mir jetzt noch im Nachhinein grob zusammenreimen, was das bedeutet, aber das ist nichts, was man reproduzieren können muss. Dafür gibt es Datenbücher. Was ich machen muss, ist folgendes. Ich muss nicht nur diesen Watchdog-Timer aufstellen, weil er sonst mit der Endlosschleife Ärger macht, weil das Programm ja in einer Endlosschleife zu hängen scheint, sondern ich muss noch einstellen, dass er intern den Temperatursensor so verdrahtet, dass ich ihn auslesen kann. Und da muss ich noch diverse Feinheiten einstellen, wie denn dieses Auslesen analog zur Digitalwandlung stattfindet. Ignorieren Sie, was ich hier reinschreibe. Das sind jetzt alles vordefinierte Konstanten hier in dieser Datei. Wenn Sie da reingucken, sehen Sie das, dass dann darin erklärt ist, was denn SREF 1 ist und was denn, oder wo ist denn hier die dieser Tastatur da. SHT3 und hier, das wirkt wie Magie und vielleicht ist das auch ein bisschen Magie. Vertrauen Sie mir an der Stelle, in der Microcontroller-Veranstaltung erfahren Sie, was das hier im Detail ist. Offensichtlich geht es hier um einen Analog-Digital-Konverter 10, eine Art Versionsnummer, dessen Kontrollregister Nummer 0. Hier mache ich irgendeine Referenzspannung an. Hier schalte ich den Analog-Digital-Konverter an. Zum Schluss hat das alles eine ganz plausible Bedeutung, aber das möchte ich an dieser Stelle gar nicht vertiefen. Es gibt noch ein zweites Steuerregister, ADC-10 Control, CTL-1. Diff 10, Diff 3 oder In-Channel, das ist vielleicht auch noch spannend, In-Channel, nicht Inch, nicht für Zoll, sondern In-Channel 10, stelle das auf den 10. Kanal. Am 10. Kanal biege ich tatsächlich das Signal an, das man da haben will. Nehmen Sie das vielleicht mal gerade ausnahmsweise als Magie hin, sowas mag ich zwar nie, aber es ist zu viel auf einmal sonst. Also die erste Zeile
schreibt was in ein internes Register des Chips, das dem Chip sagt, ich möchte die Spezialfunktion mit dem automatisch Neustarten, wenn du hängst, nicht haben. Und diese beiden anderen Zeilen hier kriegt man raus, wenn man einen halben Tag lang das Datenbuch von diesem Chip gewälzt hat. Da weiß man, welche Bits in welchen Registern wie gesetzt werden müssen, dass er dann bitte jetzt mal die Temperatur misst. Wirkt magisch, ist aber überhaupt nicht magisch, kostet eben nur einen halben Tag mal dieses Buch durchzublättern. Das nervt an der Stelle, aber ansonsten nichts Besonderes. Vielleicht sollen wir hier einmal gerade nochmal das mit dem Und, was da passiert, gerade diskutieren. Das Und kommt dann jetzt irgendwann, je nachdem wie weit Sie sind, bei den Rechenoperationen. Das heißt, wenn ich so ein Bitmuster habe, habe ich Und gesagt, oder ist das, wenn ich ein Bitmuster habe, in diesem Fall sind das 16-bittige Bitmuster, ich habe jetzt keine Lust, 16-Bit hinzuschreiben, ich lasse es mal bei 8-bittige Bitmuster nehme ich mal statt 16-bittige. Wenn man mehrere solcher Bitmuster hat, heißt das oder, dieses hier das einfache oder, das bitweise oder, bitweises oder, dass man jetzt Bit für Bit da durchgeht, das wird 1, war, wird wahr, falsch, wird wahr. Jetzt habe ich kein Beispiel, wo es falsch wird, war, das ist insofern ein bisschen ungeschickt. Wenn Sie in beiden, die hier odiert werden, wenn Sie in beiden die 0 haben, dann kommt da 0 raus. Das ist das bitweise oder, was wir bisher hatten, war dieses logische oder, wo Sie hier war oder war mit irgendwelchen Aussagen haben, t größer 5 oder s kleiner 7. Das bitweise oder geht für die einzelnen Bits in der Zahl. Das ist schon ein bisschen vorweggegriffen. Und was hier passiert, ist das so vorgefertigte Bitmuster, in denen einfach drinnen steht, wo die, in welchem Bit die Schalter jeweils sitzen, dass so vorgefertigte Bitmuster miteinander verknüpft werden. Sie haben ein Bitmuster vielleicht, das sagt, oh, an dieser Stelle steht, dass er den 10. Kanal nehmen soll. Dann haben Sie noch ein anderes Bitmuster, das sagt, mit welcher Geschwindigkeit, toll, anderes Bitmuster, das sagt, mit welcher Geschwindigkeit die Abtastung laufen soll. Ist dieser Schalter vielleicht an der Stelle, da ein Schalter dafür zu sagen, nimm das 10. und hier ein Schalter dafür zu sagen, mach mal eine mit einer hohen Geschwindigkeit. So ungefähr ist es dann nachher, nicht ganz, aber so ungefähr. Und mit dem bitweisen oder können Sie die beiden zusammenbringen und dann sind eben beide an. Das ist der Gedanke, das ist an und das ist an. Das bitweise oder guckt eben 0, 0 macht 0, 1, 0 macht 1, 0, 0 macht 0, 0, 0 macht 0, 0, 1 macht 1. Da habe ich beide angeschaltet. So kommt das da vor, falls Sie sich wundern. Das kommt nochmal ausführlicher. Ich werde an der Stelle auch nicht ganz so genau angucken. Ist immer schwierig, wo man jetzt anfängt. Muss manchmal so ein bisschen vorgreifen. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Die Temperatur zu holen, wird natürlich auch ein bisschen was mit diesen internen Registern zu tun haben. Da greift man ein bisschen rum und findet, okay, das geht dann wieder mit diesem 0. Steuerregister. Und dem muss ich sagen, na, ist der da? Dem muss ich sagen, er möge starten. Und das gleich auf zwei Arten sagen. So. Welcher ist das? AD 10 SC. Können wir den gerade nochmal diskutieren? Oder gleich, ich weiß nicht, ob Sie da schon angekommen sind, was oder gleich denn so tut. Wenn Sie ein Bitmuster haben, 0, 0, wie mache ich das mal? Wenn ich habe in A, schreibe ich folgendes Bitmuster rein, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Und jetzt mache ich A oder gleich 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kaum lesen, nicht? Ich sollte die Einsen und die Nullen vielleicht mal ein bisschen besser auseinanderhalten und das oder so ist etwas klarer. Das soll ein Einsen sein. Was macht so ein oder gleich? Ich greife da vielleicht schon ein bisschen weit voraus, aber so haben Sie es schon einmal gesehen.
Plus gleich soll heißen, nehme das, was in A ist, addiere 3 dazu und schreibe das wieder zurück in A. Das hier unten ist eine Kurzform für A ist gleich A plus 3. Das Schöne ist, dass man A nicht zweimal schreiben muss. In MATLAB geht das leider nicht, das nervt mich immer, dass es in MATLAB nicht geht. In C und seinen Nachfolgesprachen kann man das so kurz schreiben. Nehme den Wert von A und erhöhe ihn um 3. Danach ist also 45 in A drin. Und wenn Sie das hier machen, heißt das, nehme das, was in A steht und addiere mit dem, was hier steht. Hier fehlt mir da überhaupt ein Bit, oder? So, nehme das, was in A steht und addiere das mit dem, was da drin steht. Und dann passiert natürlich genau wieder das, was vorher passiert ist. Es stand vorher 0,0,1,0,0 in A, er addiert mit dem und kriegt dann 0,1,0,0,1,0,0. Also das ist auch dann hier die Kurzform für A ist gleich A oder das, was da steht, 0,1,0,0,0,0,0. Dafür ist das die Kurzform. Das ist ein Trick, um ein bestimmtes Bit zu setzen, oder mehrere Bits zu setzen in diesem Fall sogar. Sie sehen, hier setze ich sogar 2 Bits, im Verhältnis zu dem, was vorher drinnen stand. Diese bitweisen Operationen sehen wir nochmal ordentlich. Ich brauche sie jetzt leider schon, um das Ganze zum Laufen zu kriegen. Dann sehen Sie, dass sie tatsächlich auch vorkommen im wahren Leben. Spätestens, wenn es um Microcontroller geht, kommen die auch tatsächlich vor. Um das Ganze von der Programmierung etwas komplizierter zu machen, dieses Temperaturabholen funktioniert so, dass ich dem Chip sage, ich bräuchte mal die Temperatur. Das startet das an. Die Temperatur ist dann aber noch nicht sofort gemessen. Es wird erst gemessen. Dieser Analog-Digital-Wandler muss erstmal laufen. Ich kann nicht sofort die Temperatur abholen. Dafür gibt es dann wieder ein eigenes Register, das heißt sich ADC10 ist der Analog-Digital-Wandler auf dem Chip. Und das Register dazu heißt dann eben ADC10-Memory. Die Speicherstelle, an der das Ergebnis steht. Blöderweise kann ich das jetzt nicht so direkt hinschreiben, dann würde ich nämlich Blödsinn lesen. Die Umwandlung wird gestartet. Dann ist sie hier noch nicht zu Ende. Dann ist sie gerade erst gestartet. Ich muss warten, bis der Chip fertig ist mit der Umwandlung. Nach was für einer Konstruktion in C schreit das? Warten bis fertig. Also statt warten bis fertig, kehren Sie es um, schreiben Sie es andersrum. Solange wie noch nicht fertig ist, tu nicht. Ich brauche ein While. Jetzt muss ich da reinschreiben, solange noch nicht fertig, das ist die Bedingung. Und solange tue nichts. Das ist eigentlich nicht schön, dem Rechner nichts tun lassen. Das kann man nachher schicker machen, aber an dieser Stelle lasse ich das tatsächlich mal so, weil es am einfachsten zu verstehen ist. Solange wie noch nicht fertig, tue nichts, erwartet einfach, dreht Däumchen, bis der Chip sagt, jetzt bin ich auch fertig und dann holt er das Ergebnis ab. Der Chip setzt sich quasi ins Wartezimmer, oder mein Programm setzt sich quasi ins Wartezimmer, bis dann jemand sagt, so, nächster bitte. Und dann können wir hier tatsächlich ins Behandlungszimmer gehen. Nächster bitte wäre dann eine ganz haarsträubende Geschichte hier. Ich prüfe, ob ein bestimmtes Bit gesetzt ist. ADC 10, Control 0 und, das bitweise und. Wenn ja schon das doppelte und, für das logische und, zwischen zwei ganz normalen Aussagen. Hier das einfache und, das bitweise und. Und das Bit, was ich überprüfe, ist sinnvollerweise das Bit, das Busy heißt. Ist der Wandler beschäftigt? Oh, jetzt muss man gerade selber nachdenken, was ich da geschrieben habe. Hier drinnen steht die Bedingung. Solange, muss ich gerade überlegen, solange dieses Bit gesetzt ist oder nicht gesetzt ist. Frage an Sie, was heißt denn das eigentlich? Ist dieses Bit jetzt gesetzt oder nicht gesetzt, wenn ich fertig bin? Was heißt fertig zu sein? Busy gesetzt oder nicht? Dieses hier steht für das eine Register, wie so eine Variable, ein spezielles Register, aber auf dem Chip, das wir eben schon mal hatten, dieses Register. Und eines der 16 Bits in diesem Register, das ist dieses hier, das ist eine Konstante. Dieses eine der 16 Bits, das picke ich mir raus mit dem logischen und. Das sollte ich vielleicht mal zeigen überhaupt, wie man sich das vorstellen kann. Also er liest aus dem einen Register, im Kontrollregister, irgendein mehr oder minder aberwitziges Bitmuster mit 16 Bits, ich zähle jetzt nicht. Und dieser Busy-Wert, der holt genau ein Bit raus. Das ist ein
eine binäre Zahl, die an genau einer Stelle eine 1 hat. Und wenn ich jetzt das logische Und bilde, nehmen Sie 1 und 0, wahr und falsch, 0, 1 und 0, wahr und falsch, 0 und 0, 0 und so weiter. Diese 1 hier pickt genau diese 0 oder 1, was da oben steht, raus. Das Ergebnis ist genau dann 0, insgesamt, wenn da oben 0 gestanden hat. Und das Ergebnis ist ungleich 0, wenn da oben nicht 0 gestanden hat. Das prüfe ich. Ist dieses eine Bit hier 0 oder nicht? Und solange es ungleich 0 ist, mache ich die Schleife weiter. Das heißt, dieses Busy-Bit funktioniert so, wie man sich das naiv vorstellt. Das Busy-Bit ist 1, solange das Ding beschäftigt ist. Und dann wird es 0, wenn das Ding fertig ist. Dann ist hier 0, kommt hier 0 raus, die Schleife endet. So haarsträubend sieht das dann nachher aus. Und sicherheitshalber nochmal, eine leere Weitschleife ist nicht prickelnd. Man verbrät Rechenleistung, man verbrät Batterie. Aber das ist erstmal am einfachsten zu verstehen. Nachher gibt es bessere Möglichkeiten. Der Chip kann Bescheid sagen. Hallo, ich bin jetzt fertig. Kann das Programm quasi wieder aufwecken. Ja, nicht nur quasi, kann das Programm aufwecken. So, jetzt können wir endlich mal wieder das Vernünftige hier unten, diese LEDs an- und ausschalten. Das erste, ich würde überlegen, ja. Ich würde jetzt tatsächlich hier mit dem IF das auseinandernehmen. Ups. Ich würde es hier tatsächlich mit einem IF auseinandernehmen. Welche LEDs gerade an- und aus sein sollen. Mal sehen, ob ich das in 2 Minuten hier zu Ende kriege. Und dann muss man mal vorsichtig gucken, was also die rote an. Dafür gibt es auch wieder ein spezielles Register, das dann sagt, welche dieser verschiedenen Pins an- und aus sein sollen. Ich setze eine bestimmte Stelle hiermit, nämlich die allerletzte. Die ist für die rote LED, wenn die an sein soll. Ich setze eine andere Stelle, nämlich weiter vorne. Ich hoffe, Sie haben schon mal vorsichtig die Hexadezimalzahlen angeguckt. 0x40, Hexadezimalzahl 0100000, eine Stelle weiter vorne, setze ich für die grüne. Und dann muss ich die anderen noch ausschalten. P1 out. Ausschalten, upsili. Funktioniert, indem ich bestimmte Bits zurücksetze. Mit dem logischen Und klappt das. Ich glaube, die führe ich dann nächstes Mal nochmal ausführlich vor. Ich dachte nicht, dass wir so lange brauchen, um das hier noch vorzuführen. Die beiden Zahlen für das nächste Mal ausführlich vor, aber lassen Sie mich das gerade noch zu Ende kriegen. Und hier muss ich die grüne ausschalten. P1, P1 out und gleich, das ist das Gegenteil von 1. Das Einzige, was mir jetzt auf Anhieb noch einfällt, ich hoffe, dann läuft es tatsächlich auch, ist, dass ich dem Chip sagen soll, dass diese beiden Pins auch wirklich Ausgänge sind und nicht Eingänge sind. Also hier stelle ich zwar was mit den Ausgängen um, aber ich muss ihm noch sagen, dass er die wirklich auch so ansteuert, dass es Ausgänge sind. Das mache ich hier noch bei dem Initialisieren. Dafür gibt es was, P1 steht für Port 1, der Anschluss. Port, Hafen, der schlechte Übersetzung, der Anschluss Port 1. Hier gibt es noch die Richtung, ein Register, in dem steht, welche Richtung das geht. Und da möchte ich gerne haben, dass diese beiden Leuchtdiodenausgänge auch wirklich Ausgänge sind. Gucken wir uns nächstes Mal an, was denn das denn als Bitmuster heißt. Muss ich nochmal erzählen. Sie sehen, dass innen drin ziemlich viel ekliger Kram passiert. Was ich auch noch nicht erzählt habe, muss ich auch nächstes Mal sagen, Include Guides, diese Datei hier würde man nicht so stehen lassen. Es müsste erstmal so funktionieren. Das können wir gerade nochmal ausprobieren. Es müsste erstmal so funktionieren. Ich stelle gerade noch das Projekt richtig ein, dass es auch übersetzen kann für diese Maschine, die richtige Maschine, die Family 2231. Ich möchte das mit dem, nicht mit dem Simulator haben, sondern echt auf der Maschine haben, denn der Simulator hat natürlich keinen Temperatursensor. So, anstöpseln und hoffen, das funktioniert. Okay, wir sind jetzt hier im Debugger, ich lasse ihn einfach hier laufen mit den drei Pfeilen, müsste er durchlaufen.
Immerhin hat er es komplett übersetzt, also scheint kein grammatischer Fehler drin zu sein, kein Syntaxfehler zu sein. So, das wird spannend. Okay, ich weiß nicht, ob Sie es sehen. Es flimmern beide Leuchtdioden. Wahrscheinlich keine Chance, das zu sehen. So, vielleicht wieder nach vorne kommen. Jetzt gehe ich mit dem Finger auf den Chip und hoffe, dass gleich noch die rote geht. Oh. Richtig drücken. Es wird zumindest die rote doch. Jetzt ist, die rote wird deutlicher, ne? Jetzt ist die grüne aus. Jetzt müsste man durch Pusten das Gegenteilige erreichen können. Okay, muss ich, also es scheint soweit grob zu funktionieren. Ich erzähle nächste Woche noch mal ein bisschen mehr zu den ganzen Sachen, die ich jetzt übersprungen habe. Das war ja doch ein bisschen viel auf einmal. Übernächste Woche.